Ich habe verschiedenste Themen, wie gesagt, schon zusammengetragen, nicht nur Erkältung, sondern auch die Bronchitis mit dem Husten zusammen, Erkältung vorbeugend, frösteln, die Grippe, Halsentzündung, Lungenentzündung, Schleimhautentzündung im Mund- und Rachenraum, den Schnupfen mit Nebenhöhlenentzündung, die Verschleimung, also grundsätzlich und aber auch in der Lunge. Und dann natürlich abschließend das Immunsystem zu stärken und vorzubeugen. Beginnen wir mit dem ersten Thema, Bronchitis und Husten. Die beiden habe ich zusammengenommen. Da ist zuerst mal der Fenchel. Und bevor ich jetzt beginne, mit den einzelnen Heilkräutern mit kurzen Statements zu erklären, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich hier oben schreibe KRBR, das heißt Kräuterbrief, in dem Fall 1221. Wie ihr wisst, den habt ihr noch nicht gekriegt, den kriegt ihr jetzt im Dezember 21, den bekommt ihr in wenigen Tagen. Und der Fenchel wird also nicht nur bei diesem Thema Bronchitis und Husten auftreten, sondern der wird auch unter den anderen Kategorien und Themen auftreten. Und deswegen werde ich Ihnen das natürlich auch zeigen, aber so versetzt, dass ihr seht, aha, den haben wir schon mal besprochen. So nur jetzt organisatorisch, dass ihr wisst, wie das Ganze aufgebaut ist. Beginnen wir mit dem Fenchel. Fenchelfrüchte lindern Erkältungsbeschwerden wie Husten und Schnupfen. Und das ätherische Öl, insbesondere die Substanzen Trans-Anethol und Fenchon, lösen festsitzenden Schleim aus den Bronchien und fördern zugleich dessen Abtransport aus den Atemwegen. Also Fenchel, wunderbar. Dann der Anis. Der traditionelle Einsatz von Anis als Heilpflanze beruht weitgehend auf seinen krampflösenden, schleimlösenden und antibakteriellen Eigenschaften. Bei Katarrh der Atemwege, besonders bei Husten. Im Vergleich zur Heilwirkung des Fenchels schmeckt Anis besser, deshalb er auch ein beliebter Bestandteil von Hustentee-Mischungen ist. Dann haben wir als nächstes den Eibisch. Die Hauptanwendungen sind die Reizlinderung bei Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenraum sowie die Stillung des Hustenreizes bei bronchialen Erkrankungen. Dann das Lungenkraut. Das Lungenkraut wirkt lindernd auf Reizhusten und Entzündungen der oberen Luftwege. Es ist besonders bei allen Katarrhen der Luftwege, bei Husten mit viel Schleimauswurf, bei grippösen Erscheinungen, bei Lungenentzündung, chronischer Bronchitis, Lungentuberkulose mit Erfolg anzuwenden. Das Lungenkraut sieht man hier eben sehr schön hier. Zweifarbig, wie wunderbar, also das aufsteigende und absteigende Blut, also blau und rot. Also das zeigt schon im Prinzip, bedingt durch die Signaturenlehre, hatte ich ja den Vortrag gehalten, kann man das schon sehen, allein, dass die Pflanze dafür für die Lunge geeignet ist. So, das nächste ist der Huflattich. Einsatzzweck bei Atemwegsorganen. Vom einfachen Husten bis hin zum Asthma und erweitert Bronchien. Der Huflattich ist ein bewährtes Mittel bei Brustleiden, bei Engbrüstigkeit, also wenn man so das Gefühl hat, hier, es zieht sich zusammen, ja, man kriegt keine Luft, Husten, Verschleimungen der Lunge. Dann Bronchien, der zweite Teil, also es sind mehrere zu Bronchien, ist auf der einen Seite der Spitzwegerich. Seine Haupteinsatzgebiete sind die Atemwege, die Haut und die Mundheilung. Also wie wir hier schon sehen, und das auch bei dem ersten Teil, das wollte ich jetzt auch noch jetzt sagen, bei Bronchien und Husten, hat natürlich jedes Kraut viele Inhaltsstoffe. Und dementsprechend kann man dieses Kraut natürlich auch vielfältig einsetzen, allein schon jetzt hier bei den Erkältungskrankheiten oder für die Lunge, aber auch natürlich für andere, wie zum Beispiel hier in dem Fall für Haut- und Wundheilungen. So ist es bei vielen Heilkräutern.
Und in diesem Zuge möchte ich euch auch darauf hinweisen, hier zum Beispiel auf ein wunderbares Buch, weil die Heilkräuter und so wie ich es euch anliste zu jedem einzelnen Thema, sind es genau so, dass man auch einen Tee draus machen kann. Also man nimmt jetzt nicht nur Spitzwegerix, sondern auch der ist für Bronchitis, sondern eigentlich nimmt man immer eine Kombination von verschiedenen Heilkräutern. Und ich habe hier ein wunderbares Buch, das heißt Erfolgreiche Teemischung von Peter A. Zitzmann. Und da werde ich zum Beispiel jetzt auf Bronchitis, aktuell chronischer Husten, ja. Und da gibt es dann verschiedene Teeansätze, wie zum Beispiel jetzt hier Spitzwegerich, Huflettich, Eibisch, Anisfrüchte und dann prozentual noch angegeben. Also immer bestimmte Kombinationen. Also ist übrigens ein wunderbares Buch zu verschiedenen Themen. Ja, der nächste Stichthema ist der Thymian. Der Thymian-Tee ist zu empfehlen bei allen Erkrankungen der Luftwege, bei Asthma, Bronchitis und Keuchhusten. Und das im Thymian enthaltene Thymol hat eine starke desinfizierende Wirkung. Noch in einer Verdünnung von 1 zu 3000 hemmt es das Leben der Wundbakterien. Also ein wunderbares Kraut. Dann die Zistrose wirkt schleimlösend bei Husten und Bronchitis und neutralisiert freie Radikale, steigert die Abwehrkräfte, wirkt entzündungshemmend bei rheumatischen Erkrankungen, regt das Nervensystem an, entschlackt und schwemmt Schwermetalle und Gifte durch die Polyphenole aus dem Körper. Hier ganz speziell möchte ich auch nochmal die Zistrose jetzt im anderen Zusammenhang erwähnen. Die Zistrose habe ich hier bei mir am Schreibtisch, nämlich weil die Zistrose hat die Lizenz zum Töten, heißt es, also für alle Bakterien, Viren. Und diese Zistrose, die Zistus 052 Heiztabletten von Pantales, sind jetzt auch gerade in dieser Zeit, wo wir sehr anfällig sind, auch Thema Corona, kann es uns helfen, wenn wir dieses lutschen, gehen zum Einkaufen, nehmen das, dann werden diese Bakterien erstmal, diese Viren getötet. Nur wenn sie dann schon in die Lunge eingetreten sind, ist klar, dann hilft es natürlich nicht mehr. Aber im Vorfeld ist es die Zistrose sehr vielfältig einzusetzen. Hier in dem Fall Husten und Bronchitis. Efeu. Efeu löst psychisch bedingte Krampfzustände der Atmungsorgane und befreit die Atmung. Einen Efeu-Tee trinkt man gegen Bronchitis, Husten, Katarrh, auch gegen Keuchhusten und Asthma. Hier ist alle Vorsicht geboten. Da, wenn man den macht, dann nur wenige Blätter, weil der Efeu sehr intensiv ist. Der Andorn. Der Andorn wird vornehmlich bei Atemwegserkrankungen wie trockenem Husten, Katarren der Luftwege und akute und chronische Bronchitis eingesetzt. Ja, sieht man hier sehr schön hier. Mit den nicht glatten Blättern kann man da nicht mehr ganz gut erkennen. So, jetzt kommen wir zum nächsten, Erkältung vorbeugend. Da haben wir den Lindenblüten. Diese werden traditionell bei fiebrigen Erkältungen, erkältungsbedingten Husten und Schleimhautentzündungen, Katarren der oberen Atemwege eingesetzt. Sie enthalten unter anderem ätherische Öle, Schleimstoffe, Flavonoide und Gerbstoffe. Insgesamt ergeben diese Inhaltsstoffe eine schweißtreibende, auswurffördernde und reizlindernde Wirkung, also die Lindenblüten. Dann das Lungenkraut, hatten wir schon besprochen, wird lindern auf Reizhusten und Entzündungen der oberen Luftwege und gegen chronische Bronchitis. Wie ich Ihnen schon sagte, ich rucke diese immer etwas ein, damit Sie sehen können, die wurden schon mal besprochen. Dann, dazu gibt es dann auch natürlich kein Bild. Dann der Salbei. Ein wesentliches Einsatzgebiet ist gegen Halsschmerzen. Ein weiteres Einsatzgebiet, es ist ein schweißregulierendes Heilmittel, das bei stark schwitzenden Personen schweißhemmend und bei wenig schwitzenden Personen schweißtreibend wirkt. Also wunderbar ausgleichend, diese Salbei.
Dann der Spitzbegerich, ja, sein Haupteinsatzgebiet, haben wir schon gehört, sind die Atemwege, die Haut- und Wundheilung. Und Wegerich enthält ein Antibiotikum, das zwar nicht mit Penicillin konkurrieren kann, aber Wunden heilt und bei Bronchitis sowie bei Katarrh der oberen Luftwege sehr hilfreich ist. Dann Thymian. Der Thymian-Tee, hatten wir schon gesagt, ist zu empfehlen bei allen Erkrankungen der Luftwege, Asthma, Bronchitis und Keuchhusten. Dann Erkältung fröstelnd. Hier ist der Spitzwegerich wieder gut angesagt. Seine Haupteinsatzgebiete sind ja die Atemwege, die Haut und die Wundheilung. Dann das Süßholzwurzeltee gilt als wohlschmeckendes Hausmittel gegen Erkältungsbeschwerden. Sie ist schleimlösend, auswurffördernd und nimmt die Heiserkeit und lindert Lungenleiden. Echinacea Sonnenhut gehört in Deutschland zu den wichtigsten Heilpflanzen, die bei Erkältung eingesetzt werden. Und zu diesem Zweck wird sein Kraut zu pflanzlichen Arzneimitteln verarbeitet. Dieses wird außerdem nachweislich bei chronischen Erkältungskrankheiten und Infektionen der Harnwege eingesetzt. Hier ein schönes Bild. Wieder die Lymphblüten werden traditionell bei fiebrigen Erkältungen, erkältungsbedingten Husten und Schleimhautentzündung, Katarrhe der oberen Luftwege eingesetzt. Lymphblüten. So kommen wir zur Grippe. Hier haben wir den Holunder. In Europa wird Holunder traditionell zur Behandlung der Grippe eingesetzt. Die in der Pflanze enthaltenen Verbindungen machen die Viren unschädlich und verhindern, dass sie sich im Körper vermehren. Man nehme dreimal täglich einen Esslöffel Holundersirup ein. Die wilde Malve. Die Malve hilft bei grippalen Infekten doppelt. Einerseits werden bestehende Symptome wie Husten. Bitte stumm schalten, sonst muss ich zurückgehen und alle stumm schalten. Nochmal, die Malve hilft bei grippalen Infekten doppelt. Einerseits werden bestehende Symptome wie Husten und Heiserkeit gelindert. Zum anderen werden die Übeltäterinfektionen darin gehindert, weiteren Schaden anzurichten. Der Blutwurz bei grippalen Infekten, Erkältung, auch bei Rachenentzündungen sowie anderen Entzündungen im Mundbereich. Blutwurz ist natürlich auch sehr dominant hier für Magen-Darm. Also wenn man Durchfall hat oder Verstopfung, ist der Blutwurz natürlich sehr stark ausgleichend und hilft hier ungeheuerlich. Die Wurzel der Bibernelle wird in der Schulmedizin als Tinktur gegen Husten und Asthma eingesetzt. Die Volksheilkunde benutzt Bibernelle-Tee auch gegen Halsentzündungen und Grippe. Der Wasserdost gegen fieberhafte und grippale Infekte. Katarrhe und Entzündungen im Nasen- und Rachenraum, auch zur Vorbeugung bei erhöhter Ansteckungsgefahr. Hier gibt es ein wunderbares Mittel in der Apotheke zu kaufen, das heißt Kondramutansaft. Und dieser Kondramutansaft, immer dann, wenn es anfängt, hier im Hals zu kratzen und man kriegt so langsam Erkältung, am besten gleich sofort diesen Saft nehmen und wird man erstaunt sein, wie schnell dann diese Entzündung im Halsraum wieder weg ist. Man sagt, wenn man es nimmt, verkürzt es die Krankheitsdauer um 50% aus Wassertoast. Dann die Zistrose nochmal, die antibakterielle und antivirale Wirkung des Zistus-Tee ist verblüffend. Aus einer
Als eine Art Zauberpflanze mit der Lizenz zum Töten bekämpft Cistus neben Bakterien, Pilzen und Viren. Und Halstabletten, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erwähnt, wäre es sinnvoll, diese bei sich zu haben und immer wieder jetzt in dieser Zeit einzunehmen. Jetzt kommen wir zu den Halsentzündungen. Der Ackersenf. Hier nimmt man Ackersenf-Auflagen. Die werden bei Halsschmerzen, Bronchitis, rheumatischen Beschwerden und bei Gelenkschmerzen gemacht. Ja, das ist so der Ackersenf hier. Dann die Wurzel der Bibernelle hatten wir schon, wird als Tinktur gegen Husten und Asthma eingesetzt, also ganz besonders gegen Halsentzündung und Grippe. Dann das einjährige Berufskraut wird gegen die ganze Palette der Erkältungskrankheiten eingesetzt. Und das Heilkraut hilft bei Erkältungsbeschwerden wie Halsentzündungen, Husten und Fieber. Ein Aufguss des einjährigen Berufskraut sorgt für verstärktes Schwitzen und wirkt schleimlösend. Nach Ende der Kältung ist das Heilkraut bei Rekonvaleszenz behilflich. Also diese Berufskraut, wer es im Garten hat, kriegt es kaum mehr los. Denn das ist wie ein Unkraut. Wenn es da ist, dann hat es aber die Bedeutung, dann heißt, man sollte es dann vielleicht auch zupfen und dann praktisch trocknen für sich selbst verwenden. Der Eibisch hatten wir schon, Hauptanwendung sind Reizlindung bei Schleimhautentzündungen. Die Königskerzenblüten sind mit ihren Flavonoiden und Saponinen Balsam für alle Schleimhäute im Körper. Die enthaltenen Schleimstoffe überziehen die gereizten Körperschleimhäute mit einer schützenden Schicht und helfen bei Halsschmerzen, Heiserkeit, Reizhusten und allen Bronchialerkrankungen. Das ist eine Königskerze zum Beispiel aus meinem Garten. Salbei haben wir auch. Ein wesentliches Einsatzgebiet ist gegen Halsschmerzen. Lungenentzündung. Hier will ich zuerst sagen, bei einer Lungenentzündung sollte man den Arzt zuerst aufsuchen und dann abgestimmt auch mit dem Arzt letztendlich vorgehen. Aber unterstützend kann man natürlich verwenden die Holunderbeeren. Ja, sind reichlich an Kalium, Eisen, Mangan. Und bei allen Vitaminen ragen Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin 6 heraus. Die kleinen Blüten regen die Atmung an und helfen bei Lungenentzündung. Das sind die Holunderbeeren. Vorhin hatten wir die Holunderblüten. Thymian. Der wichtigste Einsatzbereich des Thymians sind die Erkrankungen der Atmungswege und hilft auch letztendlich bei Lungenentzündung. Lungenkraut, ja, wirkt lindernd auf Reizhusten und Entzündungen der oberen Luftwege, jetzt auch dann natürlich ganz besonders auch bei Lungenentzündung. Der Salbei auch ein wesentliches Einsatz für diese Halsschmerzen und schweißregulierend hatten wir schon im Detail besprochen. Kommen wir zur Lungenentzündung Teil 2. Das Eukalyptusöl. Wer erkältet ist, kann mit Eukalyptusöl verschleimten Husten behandeln und eine verstopfte Nase befreien. Das aromatisch riechende Öl können Erkrankte inhalieren, als Hustenbonbons lutschen oder als Kapseln einnehmen. Eukalyptusöl zeigt sich auch bei einer akuten Bronchitis sowie bei einer Nasennebenhöhlenentzündung hat es positive Effekte. Dann der Ingwer. Im Rahmen der Lungenentzündung kann Ingwertee ein wertvolles Hausmittel sein. Dadurch kann zum einen viel Flüssigkeit aufgenommen werden und zum anderen wirkt Ingwertee entzündungshemmend im Mund- und Rachenbereich. Und ist auch ganz besonders bei Menschen, die Vorträge halten und einen warmen Ingwertee trinken, dann wird letztendlich also hier der ganze Halsbereich dann entspannt. Hierbei eben bei Lungenentzündung ist eben, wie gesagt, anzumerken, viel trinken, um die Schleimhäute feucht zu halten.
muss man viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Hierzu eignen sich Kräutertees, zum Beispiel mit Thymian, Oregano oder Anis. Auch Tee mit frischem Ingwer und einem Löffel Honig wirkt entzündungshemmend. Besonders wirksam bei einer Lungenentzündung sind die ätherischen Öle aus Basilikum, Fichte, Kiefernadeln, Lavendel, Myrte, Thymian, Hyssop und Zypresse. Auch ist die Inhalation bei der Erkältung, die auch durch Erreger wie Bakterien ausgelöst werden, sehr wirksam. Schleimhautentzündung im Mund- und Rachenraum. Hier haben wir den Eibisch wieder. Die Hauptanwendungen sind die Reizlinderung bei Schleimhautentzündungen im Mund, Rachenraum, sowie die Stillung des Hustenreizes bei Bronchialerkrankungen. Die Nelkenwurz. Mit dem Tee heilt man auch Schleimhautentzündungen im Mund und Kehle. Die Nelkenwurz ist ein ausgezeichnetes Mittel zur Ausleitung von Schwermetallen und Umweltgiften, vor allem zusammen mit den Doldenblütern wie der Meisterwurz. Dann der Anis hier. Der traditionelle Einsatz von Anis als Heilpflanze beruht weitgehend auf seine krampflösenden, schleimlösenden und antibakteriellen Eigenschaften. Die Lindenblüten werden traditionell bei fiebrigen Erkältungen und bei Schleimhautentzündungen eingesetzt. Die Lindenblüten. Ja, vorhin hatten wir. So, jetzt Meisterwurz. Der Meisterwurz löst den Schleim aus allen Organen des Körpers, hilft bei Asthma, hartnäckige Heiserkeit, Halsleiden, Bronchienkatarr und Schnupfen, treibt den Schweiß. Sie macht gesundes Blut und entfernt den Kalk aus den Adern, beugt Herzinfarkt und Schlaganfall vor. Man nennt den Meisterwurz auch den Ginseng des Westens. Und die Kräuterrose, von der wir gelernt haben in den Bergen, die sagte, besser ist eigentlich hier der Meisterwurz in unserer Gegend im Westen als der Ginseng. Der Ginseng ist eigentlich für den Osten gedacht. Wir vertragen den Meisterwurz besser. Meerrettich. Der Meerrettich eignet sich für die Behandlung von Blasenentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen. Die enthaltenen Zinföl-Glykoside wirken antimikrobakteriell, sodass die Pflanze auch als pflanzliches Antibiotikum bei Infektionen der Atemwege hilft. Meerrettich. Dann der Ingwer wieder. Im Rahmen der Lungenentzündung kann Ingwertee ein wertvolles Hilfsmittel sein. Haben wir vorhin schon gehört. Dann auch das Eukalyptusöl, besonders eben bei akuten Bronchitis, Husten und Nebenhöhlenentzündung hat es positive Effekte, das Eukalyptusöl. Dann auch Echinacea, der Sonnenhut, auch bei chronischen Erkältungskrankheiten und auch angesetzt bei Nebenhöhlenentzündungen. Dann noch die Verschleimung der Lunge. Hier haben wir den Alant, wird angewendet bei stärkeren Lungenbeschwerden, löst starke Verschleimungen in der Lunge. Hilft auch bei vielen anderen Lungenbeschwerden, darunter auch unterstützend bei COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ist auch ein Mittel bei Husten, Keuchhusten und Bronchialkatarr. Ich habe einen Alant im Garten stehen. Der ist riesig, hat auch 30, 40 Blüten am Hauptstamm und ist ungefähr 2,20 Meter hoch. Ein tolles Gewächs. Süßholz nicht nur zu Lakritze wird es verarbeitet, sondern auch hervorragendes Hausmittel gegen Erkältungen mit hartnäckigem, verschleimtem Husten. Die Schlüsselblume wirkt entkrampfend und schleimlösend. Sie ist als Hustentee sehr geeignet. Sie wirkt vor allem gut, wenn der Schleim festsitzt. Besonders gerne wird sie zur Linderung eines Altershusten verwendet.
Dann wieder der Anis löst den Schleim beim Husten. Er hat durch seine ätherischen Öle nicht nur eine schleimlösende Wirkung. Dann auch der Eibisch hat die Anwendung bei der Verschleimung der Lunge und bei Schleimhautentzündung im Mund- und Rachenraum. Dann der Fenchel wird auch hier bei der Verschleimung der Lunge eingesetzt. Nun kommen wir zum Schluss zum Immunsystem. Immunsystem stärkend und vorbeugend. Hier ist ganz stark zu empfehlen Vitamin D3K2. Das hatte ich aber schon in anderen Vorträgen immer wieder ganz stark erwähnt, weil es eben uns die Sonnenkraft gibt. Weil in nahezu allen Organen und Geweben gibt es Vitamin D-Rezeptoren, wodurch dieses Vitamin weitreichende Anwendungen auf die Stoffwechselprozesse im Darm, Gehirn, Herz, Pankreas, Haut und den Lymphozyten hat. Auch entscheidender Faktor zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wie gesagt, Vitamin D3K2 sollte man unbedingt einnehmen, weil die halbe Zeit ist die Sonne unter 45 Grad und wenn sie unter 45 Grad ist, auch wenn die Sonne scheint, nimmt man kein Vitamin D mehr auf. Deswegen muss man es zuführen. Deswegen ist es ja auch so, dass man gerade im Winter eben hauptsächlich eben diese Erkrankung bekommt, weil eben auch Vitamin D nicht mehr von außen zugeführt werden kann. Und deswegen ist es so dringend zu empfehlen. Also ich habe hier fantastisch auch hier bei mir am Schreibtisch stehen. Ich nehme jeden Tag mindestens 5 Tropfen am besten. Hier so ölig, dass man mit Tropfen kann man es sehr gut handhaben. Dann der Andorn wird hauptsächlich bei Atemwegserkrankungen wie trockenem Husten, Kataren der Luftwege und akuter und chronischer Bronchitis eingesetzt. Der Andorn stärkt auch Abwehrkräfte und das Immunsystem. Auch ein schwacher Kreislauf wird vom Andorn stabilisiert. Dann Chiogolan stärkt das Immunsystem, senkt die Blutfett- und Blutzuckerwerte und hilft so bei Diabetes. In China sagt man, das ist das Kraut der Unsterblichkeit. Hier sieht man hier sehr schön, das ist also eines, das in einem Garten gewachsen ist hier. Und Chiogolan hilft nicht nur hier zum Immunsystem und Blut- und Fettwerte, sondern hat viele, viele Anwendungsmöglichkeiten. Darauf hatte ich aber schon mal hingewiesen. Dann der Wassertoast. Seine Hauptwirkung ist die Stärkung des Immunsystems, besonders bei Erkältungen. Dann der Wermut stärkt unser Immunsystem und hilft bei allgemeiner Schwäche. Er ist ja auch wirklich sehr bitter. Dann das Lärchenharz enthält Naturantibiotika sowie Cortisonwirkung und stärkt das Immunsystem, baut Cholesterin und Harnsäure ab, reinigt den Darm, vertreibt Rheuma und Gicht. Und die bakteriostatische Heilwirkung des Lärchenharzes ist so stark, dass es früher als Prophylaxe gegen Malaria verwendet wurde. Leider kann man dieses nicht kaufen, ja, weil es angeblich ja so giftig ist. Man muss es sich selbst herstellen. Hier kann man mich gerne fragen, weil wir stellen es für uns selber her. Und dann noch hier zum Schluss dann Artemisinin. Hier das einjährige Berufskraut, ein wunderbares Kraut, das Artemisinin. Wer es im Garten hat, der merkt, dass das hat einen sehr süßlichen, kräftigen Duft. Man weiß dann sofort, wo es auch steht. Und hat große Anwendungsmöglichkeit, allein durch die 245 Inhaltsstoffe. Diese wurden nachgewiesen. Davon über 60 verschiedene Wirkstoffe, welche antibakteriell, antientzündlich, antiparasitär, tumorhemmend und immunstimulierend wirken. Diese Pflanze ist erfolgreich gegen Malaria, Hepatitis B, Herpesviren, Hepatitis C-Viren, gegen AIDS und könnte auch gegen den Krebs eingesetzt werden. Wieder die Zistrose. Hier ist auch
sehr zu empfehlen bei dem Immunsystem, hatte ich aber auch schon gesagt. Dann die Vogelbeere. In roher Vogelmiere finden wir Aukubin, ein Glykosid, welches das Immunsystem stärkt und dem vorzeitigen Alterungsprozess entgegenwirkt. Hilft gegen Husten, grippale Infekte, Gelenk, Rheumatismus und Wundheilung. Diese Vogelmiere kennt jeder, der draußen Töpfe stehen hat und im Winter, selbst im Winter, ist dieses Kraut noch vorhanden. Man kann selbst im Winter kann man es zupfen, weil es unheimlich viel Vitamin C enthält. Das heißt also, man sagt, es hat 20-50% mehr Vitamin C als eine Zitrone. Dann der Schlehdorn. Die Schlehenfrüchte geben einen Schutz fürs Immunsystem und im Frühjahr verleihen die Schlehenfrüchte neue Kräfte. Sie unterstützen die Rekonvaleszenz und sind eine vitaminreiche Stärkung. Schlehe bringt den Körper wieder in Schwung. Ist natürlich auch wahnsinnig bitter, wer die Schlehenfrüchte mal probiert hat. Da zieht es ja mächtig die Zunge zusammen. Dann die Goji-Beere besitzt viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe in konzentrierter Form und soll daher effektiv wirksam sein für die Stärkung des Immunsystems und die Gesunderhaltung der Augen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, hat sehr viele Inhaltsstoffe, gerade für die Augen, sowie zur Vorbeugung vor Atherosklerose und Diabetes. So, und zum Schluss noch hier zum Immunsystem das Zeolit, was ich unbedingt empfehle. Das Zeolit, wenn man es hier so als Pulver sieht, ja, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass es eine solche offene Struktur hat. Und durch diese offene Struktur ist es möglich, dass so viele Giftstoffe, wie ich gleich aufzeigen werde, eingebunden werden können. Das ist eine alternative Heilmethode, die signifikante Verbesserung des Immunsystems bewirkt. Unter dem Einfluss dieses Naturminerals können Bakterien, Pilze, Viren wirksam vom eigenen Körper bekämpft werden. Die Einnahme des pulverisierten Präparats führt durch den Abbau von Giftstoffen zu einer Vermehrung der Abwehrzellen, die Infektionen jeder Art effizient bekämpfen zu können. Das pulverisierte Material reinigt den Körper vor Schwermetallen wie Cadmium, Quecksilber, Blei, Konservierungsmitteln, Arzneirückständen, künstlichen Farbstoffen und anderen Lebensmitteln zugesetzten chemischen Substanzen und kann den Organismus von radioaktiven Substanzen befreien. Also ein wichtiges Anwendungsgebiet ist auch die Behandlung der Candida-Hefepilze, dessen Stoffwechselprodukte eine Vielzahl von Krankheiten auslösen. Wenn ihr nun so diesen Pott kauft, hier mit dem Zeolit, und wendet es an, dann empfehle ich nicht einfach dieser Löffel, der da vorhanden ist, also etwas davon zu nehmen, ins Glas reinzugeben, Wasserglas, und dann aufzulösen, trinken, sondern vorher, noch wenn die Dose geschlossen ist, die Dose stark schütteln, ja, dann lädt sich dieses Material ganz stark auf mit 6.000 bis 8.000 Volt. Das heißt, diese offenen Strukturen fangen an, derart zu vibrieren, ja, dass sie sozusagen, wenn ihr es dann, und jetzt müsst ihr einen Holzlöffel nehmen und keinen Metalllöffel, sonst ist es wieder weg, und den Holzlöffel nehmen. Und dann, wenn ihr es dann aufnehmt, wird es sofort wie eine Saugwirkung, werden diese Schadstoffe aufgesaugt und da müsst ihr natürlich noch etwas mehr trinken und werden ausgeschieden. So, jetzt zum Schluss. Genau das, was ich versprochen habe, nachdem ihr alle so aufmerksam wart, könnt ihr von mir dieses erhalten. Eine Zusammenfassung, nämlich alte Heilkräuter, die ich da aufgezeigt habe hier.
und die verschiedenen Themen, unter denen diese angewendet werden können. Und wenn es hier einen Schnittpunkt gibt, wie der Anis hier Beispiel, Bronchitis, ja, dann ist es hier hinterlegt. Oder der Eibisch, ja, nicht nur jetzt hier bei Bronchitis, sondern auch bei Halsentzündung, bei Halsrei oder Lungenentzündung. Ja. So seht ihr und könnt ihr relativ schnell sehen, ihr könnt praktisch so vorgehen und sagen, ah, ich habe Lungenentzündung, was hilft mir, das, das, das und das. Könnt euch diese zusammennehmen und einen schönen Tee draus machen, ja, oder sonstiges. Oder wir können dieses nehmen, das ist jetzt die umgekehrte Version, indem wir einfach sagen, was kann der alles? Zum Beispiel der Eibisch, ja. Der Eibisch kann zum Beispiel Schleimhautentzündungen lösen im Mund- und Rachenraum, hier Stillung des Hustenreizes, aber auch bei Bronchialerkrankungen einzusetzen. Also umgekehrt, ihr könnt also relativ schnell sehen, aha, für was es dann eigentlich geeignet ist. Wer das möchte, könnte diese beiden Sachen für mich von mir erhalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.